Wir sind im Foyer von der Aufstrasse im U90 und zwar besuchen wir die Ausstellung, die hier heisst Licht und Schatten oder Ombre et Lumière. Jetzt habe ich es natürlich gerade umgekehrt übersetzt, aber das macht ja nichts. Ihr seht schon jetzt hier während der Einleitung ein paar traumhafte, faszinierende Bilder und bei mir jetzt ein ganz spezieller Gast, der Dr. Guido A. Zech. Guido, erzähl mal, was ist das für eine Ausstellung? Was hat hier zusammengefunden und was ist der Grund, warum du mir jetzt die Ausstellung vertretest? Seit rund 20 Jahren bin ich häufig in Tunesien in den Ferien und habe dort Künstler kennengelernt, die wirklich fantastische Bilder machen. Und unter anderem der Syed Lasram und der Lamin Sassi, die gute Freunde geworden sind. Und die haben mir vorgestellt, man sollte auch uns Schweizer mal die tunesische Kunst näher bringen. Und der dritte Künstler ist der Jacques Burkhardt. Der ist Fotograf, in Vevey ausgebildet. Er hat eine Mutter, die Französin ist und einen Vater, der Basler ist, hat Ausstellungen gemacht in Bern, Basel, Genf und Paris und hat jetzt hier in der Kombination mit der nordafrikanischen Künstlergemeinschaftlich die Ausstellung zusammengestellt. Du hast jetzt gesagt, in deren Organisation heisst das auch, dass die Ausstellung weitergeht. Hast jetzt du dir da einen Traum erfüllt und begleitest die Ausstellung über verschiedene Kontinente? Oder wie geht das? Ich würde eigentlich nur meine Begeisterung weitergeben, die ich für die tunesische Kunst empfinde. Und ich finde, wir kennen sie da zu wenig. Und wenn jemand hierher kommt, die Ausstellung anschauen, wird er ebenso begeistert und touchiert sie von diesen Bildern vom Lamin Sassi und dem Syed Lasram. Die haben mit dieser Ausstellung angefangen in der ersten Woche von der Art. Ziehen sie jetzt aber weiter? Ist das bewusst eingefädelt gewesen? Haben sie mit dem auch eine Öffnung schaffen, für zum ein bisschen auch an andere Leute hinzukommen, an den Kunstmarkt hinzukommen? Ganz genau. Und wir haben die einmalige Gelegenheit bekommen, dank dem CEO Hans-Rudi Müller von der Krisar Management AG, der uns den Raum zur Verfügung gestellt. Und wir haben eben gerade während der Art wollen auch eine Ausstellung parallel machen, in der Hoffnung, dass noch vermehrt auch Galeristen und Künstler vorbeikommen schauen und Liebhaber von afrikanischer Kunst. Okay, dann hoffe ich aber vor allem auch, dass ihr als Zuschauer kommt, eine ganz spezielle Ausstellung anschauen. Ombre et Lumière, hier im Foyer U90 an der Uferstrasse.